So, guten Tag Leute. How-to-Anleitung für den Panther. Der Panther wird von vielen als sehr schwer zu spielen bezeichnet. Das kann ich nur bestätigen. Er ist tricky. Ich habe lange rum experimentiert, bis ich ein Setup gefunden habe, mit dem ich den Panther spielen kann. Erstmal zu den Basics. Der Panzer hat 1270 Hitpoints, 49,3 Tonnen Gesamtgewicht, 750 PS, 48 km/h Höchstgeschwindigkeit, die er aber selten erreicht. Er ist wahrscheinlich einfach zu schwer, das Leistungsgewicht ist einfach nicht so optimal. Wendegeschwindigkeit 28 Grad in der Sekunde ist relativ langsam. Turmdrehgeschwindigkeit 26 Grad in der Sekunde. Also beides zusammengenommen, wenn irgendwie Not am Mann ist, beides zusammendrehen. Also nur den Turm zu drehen und darauf zu warten, dass man aufs Ziel kommt, bringt nichts. Sichtweite 380 Meter ist sehr gut. Funkreichweite 710 Meter ist fast Standard. Die Wannenpanzerung 85-50-40 ist jetzt nicht berauschend, aber sie steht, wie man hier sehen kann, unter einem guten, brauchbaren Winkel. Die untere Wanne ist wie bei allen deutschen Panzern das Novum, also hier wird gerne durchgeschossen. Das heißt, die untere Wanne verstecken, wenn es geht, die obere Wanne noch mit verstecken, ansonsten anwinkeln, ungefähr so, dass man sagt, die vordere Ecke, die zum Gegner steht, bildet mit der hinteren Ecke eine Diagonale zum Gegner. Das ist meiner Erfahrung nach der beste Winkel, also die beste Möglichkeit, den Panzer anzuwinkeln. Die Waffe selber hat einen ganz, ganz üblen negativen Richtwinkel. Also der Panzer kriegt die Kanone nahezu überhaupt nicht nach unten, was heißt, ihr könnt nicht über Kuppen arbeiten, also fernhalten von Kuppen, um über eine Kuppe zu fahren und dann das Feuer auf einen Gegner zu eröffnen, wo man genau weiß, er ist da. Auf jeden Fall vermeiden. In der Zeit, wo ihr die Kuppe hochfahrt, kriegt ihr auf jeden Fall mindestens einen Treffer ab und da die Devise ja ist, Schaden austeilen und Schaden vermeiden, in jedem Fall bleiben lassen. Die Turmpanzerung 120-60-60 auf Distanz ist die brauchbar. Schön angewinkelt, die Wanne, den Turm auch leicht anschrägen. Nach dem Schuss bounced auch noch einiges. So, was macht den Panzer aus? Den Panzer macht aus die Waffe hier. Das ist die L100. 7,5 cm, das ist dieser elendslange Zahnstocher, den ihr auch gerade gesehen habt. Es ist eine 75 mm Kanone und 12,5 bis 13,3 Schuss in der Minute. Es ist ein Reload von knapp 4 Sekunden, zumindest bei mir. Durchschlag 198 mit normaler Munition, 244 mit Premium-Munition, der Schaden ist der gleiche wie bei der L70, 135, das ist extrem wenig auf Tier 7. 0,3 bis 0,32 Genauigkeit auf 100 Meter ist hervorragend. Das ist, glaube ich, mitunter einer der besten Werte im gesamten Spiel. Zielerfassung 2,3 Sekunden ist Standard üblich, sage ich mal. Und das ist, glaube ich, auch, also gerade die Gun ist es gewesen, die mir die Probleme bei dem Panzer gemacht hat, weshalb ich lange, lange überlegt habe, mit welchem Setup spiele ich den Panzer. Ich habe ihn lange Zeit mit Ansetzer gespielt, dann mit Tarnnetz und Schermfernrohr, aber der Tarnwert ist zu vernachlässigen. Ich habe es dann erweitert um die Lüftung und das Schermfernrohr drinnen behalten, aber dann ist immer wieder diese Richtgeschwindigkeit, und obwohl viele den empfehlen, so zu spielen, also mit Ansetzer, Lüftung und Schermfernrohr als puren Sniper, habe ich mich dazu entschlossen, den umzubauen auf
Ansetzerlüftung und Waffenrichtantrieb und seitdem fahre ich wesentlich besser mit dem Panzer. Weil er einfach schneller einzielt. Dieser 10%ige Bonus auf die Einziehzeit, der macht sich dann doch eindeutig bemerkbar. Der Panzer transportiert einen ganzen Arsch voll Munition mit, also der hat 80 Schuss, 60 Schuss AP habe ich dabei, 15 APCR und 5 HE. Wie spielt man ihn? Also idealerweise aus zweiter oder dritter Reihe, der hat durch die sehr genaue Kanone durchaus die Möglichkeit auf große Entfernungen noch zu treffen und Schaden zu machen, und durch die hohe Feuergeschwindigkeit kann man auch dem Gegner die Kette ziehen. Also die Kette ziehen, dann einen Schadenstreffer landen, abwarten, ob man noch einen Schadenstreffer landen kann oder ob man wieder die Kette ziehen muss. Es kommt darauf an, ob der Gegner eine Reparatur geskillt hat oder nicht. Hat er die Reparatur nicht geskillt, ist es durchaus möglich, in dem Takt zu spielen. Also einmal Kette, zweimal Schaden, einmal Kette, zweimal Schaden. So bannt man den Gegner auf der Position und arbeitet ihn ganz langsam auf. Er hat keine Chance, insofern man nicht selber gespottet wurde, das Feuer zu erwidern. Und somit ist auch dieser sehr, sehr niedrige Schaden übel nervig für Gegner. Und kann auch dazu führen, dass sie effektiv dann abgeschossen werden. Skills habe ich hier beim Kommandanten als erstes 6. Sinn, danach 1000 Sasser, weil es doch durch die weiche Wanne öfters mal vorkommt, dass ein Mannschaftsmitglied ausfällt. Es trifft auf den Fahrer und der Richtschütze, der hat auch ab und an mal das Glück, dass er ins Gras beißen darf. Als zweiten Skill habe ich beim Richtschützen genommen Brandbekämpfung, danach Reparatur. Brandbekämpfung aus dem Grund, es ist ein deutscher Panzer, die brennen mal ganz gerne. Und von daher muss einfach sein, dass ein bisschen Brandbekämpfung am Start ist. Die Reparatur exakt deswegen, wegen den Ketten, überwiegend wegen den Ketten, also ein Medium, der nicht mehr beweglich ist, ist eigentlich dem Tode geweiht. Von daher habe ich auch beim Fahrer Brandbekämpfung und Reparatur geskillt. Gleiche Argumentation. Funker habe ich es umgedreht, Reparatur und Brandbekämpfung, und beim Ladeschützen ebenfalls. Das heißt, so viel wie ich habe im ersten Skill-Anlauf zweimal Brandbekämpfung, zweimal Reparatur geskillt, und im zweiten Skill-Durchlauf mache ich es jetzt wieder, bloß umgekehrte Reihenfolge. Von daher habe ich nach Abschluss des zweiten Skills 4 Crewmember auf Brandbekämpfung, 4 Crewmember auf Reparatur und bin dann schon mal deutlich besser bedient. So, zusätzlich habe ich hier noch den Feuerlöscher, die kleine Ersatzteilkiste und den kleinen Erste-Hilfe-Kasten. Also es ist ja fast Standard. Also, und wenn ihr die auch überwiegend nutzt, und das ist wirklich zu empfehlen, dann schaut, dass ihr sie bei allen Panzern gleich einsetzt. Weil dann könnt ihr das verinnerlichen, müsst nicht mehr gucken, habe ich es jetzt auf F8 oder F9 oder wo habe ich es, sondern ihr könnt euch darauf verlassen, ich drücke F8 von mir aus und habe dann einen Feuerlöscher aktiviert und verinnerliche das auch. Also es ist eine Frage der Schnelligkeit dann letztendlich. So, was sagt der Wehrpass? 430 Gefechte, 47% Winrate, Effizienz von 1107, 328 zerstörte Panzer, ich habe eine Treffergenauigkeit von 72%. Der Durchschnittsschaden ist noch nicht so toll, also 742. Hängt aber beim Panther auch sehr viel damit zusammen, dass er extrem teamabhängig ist. Also man kann mit dem Panther nicht davon ausgehen, dass man jetzt als Matchwinner unterwegs ist. Er ist nicht an den historischen Panzer angelehnt. Das heißt, ihr könnt ihn nicht offensiv spielen. Ihr müsst den defensiv spielen, da geht gar nichts drum. Also
dass ihr alleine in ein Match reißen könnt. Das ist sehr, sehr selten. Also es kommt schon mal vor, dass ihr hier den meisten Schaden in einem Match verteilt. Und Abschüsse sind eher selten. Durch den niedrigen Alpha-Schaden kriegt man die Kills eigentlich im Regelfall weggeschnappt. Was gibt's noch? Vorsichtig ist er zu spielen in Tier 8 und Tier 9 Gefechten, weil da gibt es teilweise wirklich Heavies, die mobiler sind als der Panther. Und wenn ihr da das Glück habt und euch so einer über den Weg fährt und euch erwischt, dann ja, wird's tricky. Also die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, dass man da lebendig rauskommt. In diesem Sinne, ich hoffe, es war hilfreich. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, einfach Fragen in den Kommentaren. Ich versuche die so gut und meinen Erfahrungen entsprechend zu beantworten. Ansonsten, bei Gefallen einfach abonnieren. Ich gebe mir Mühe, hier regelmäßig Videos zu erstellen und auch Infos für euch reinzupacken. So far, viel Spaß auf dem Schlachtfeld. Vielleicht sieht man sich ja mal im Team oder im gegnerischen Team. Dann können wir mal gucken, wer hier die bessere Erfahrung auf seinem Panzer hat. So, haut rein, Leute. Ciao, ciao.